50 Kinder von 4 Kontinenten verbringen derzeit ihre Ferien in Linz-Ebelsberg im Rahmen eines der Sommerlager, die ein internationaler Verein auf der ganzen Welt veranstaltet. Dabei sollen Freundschaften über Grenzen hinweg geschlossen werden, um Vorurteile abzubauen. Ada aus China, Magnus aus Norwegen oder Daniel aus Ecuador. Das sind nur einige der insgesamt über 50 Kinder, die derzeit beim Friedenscamp in Linz mitmachen. 4 verschiedene Kontinente sind hier vertreten. Ich mag das Camp sehr gerne. Es ist so schön hier. Es gibt so viele Kinder aus verschiedenen Ländern. Das mag ich wirklich sehr und das gefällt mir gut. Wir haben schon die Telefonnummern ausgetauscht, sodass wir auch nach dem Camp in Kontakt bleiben können. 28 Tage sind die 11-jährigen Kinder aus allen Ecken der Erde in Linz untergebracht und haben hier die Möglichkeit, Freunde zu finden und Kontakte zu knüpfen, aber auch über die anderen Länder etwas zu erfahren. Jede Delegation hat einen Abend, wo sie ihr Land vorstellen. Das heißt, da werden Tänze aufgeführt, Essen verkostet, es wird teilweise gebastelt, es werden Videos gezeigt. Also man lernt die Kultur aus dem anderen Land kennen und das ist immer ganz toll. Die Nationaltracht haben die Kinder dann an, es ist toll. Organisiert wird dieses Camp vom Verein CSWI. Ein Verein mit dem englischen Namen Children's International Summer Villages. Gegründet wurde die Organisation im Jahr 1954 von der amerikanischen Psychologin Doris Allen. Ihr ging es darum, Vorurteile abzubauen. Darum hatte sie die Idee, Kinder aus aller Welt noch vor der Pubertät, also noch bevor sich Vorurteile festsetzen können, zusammenzubringen. Es gibt bei CSW weltweit jedes Jahr ein Jahresthema. Diesmal ist es Conflict and Resolution. Man will den Kindern spielerisch, altersangemessen beibringen, wie geht man mit Konflikten um, wenn sie entstehen und wie kann man sie lösen. Betont wird, dass der Verein völlig unabhängig arbeitet. Er hat also nichts mit Politik oder Religion zu tun. Er ist einfach für alle offen und hat einfach die Idee, internationale Freundschaften zu knüpfen. Freitagnachmittag können sich Interessierte selbst ein Bild vom Sommercamp des CSW machen. Ein Sommerlager, das 11-jährigen Kindern, die ohne Eltern unterwegs sind, eine spannende Auslandserfahrung bietet und das internationale Kontakte und Freundschaften fürs Leben möglich macht.